ist eine Unterstellung, Nein, aber wieso? kennen Sie meine Arbeit? Sie sagen, das macht die Raumenergie. Wenn es In Beziehungsprobleme einer. gibt, das ist nicht die Raumenergie schuld. Da kommen zwei Menschen nicht Sowohl zurecht als und das auch. gehört besprochen und analysiert. Aber das So, müsste sich sowohl ja nicht als auch. ausschließen. Also, Das wenn sich genau. ausschließen würde, dann würde ich dem ja zustimmen können. Aber wenn ich denke, für eine Situation, die ich da schaffe, also offensichtlich tut es den Katholiken gut, am 6. Januar alles durchzuräuchern. Ja, das ist ja Brauch, das wird gemacht. Lass mal die mal machen. Wenn Sie damit nicht behaupten, Geldprobleme zu lösen und Beziehungsprobleme zu lösen, ist das soweit ganz in Ordnung. Die Wenn es denen Frage, gut ja. tut, lösen Sie vielleicht leichter Ihre Probleme. So, Das könnte genau. sein. Sie erlauben Ja. mir, dass ich ein Beispiel jetzt hinzufüge unserer Diskussion, wo man im Prinzip sagen kann, wenn man das jetzt zu Ende denkt, könnte es lebensgefährlich werden. Die Rede ist von einem relativ neu bekannten Phänomen. Es ist ein bisschen seit, ich glaube, Anfang der 90er Jahre geht das schon rum. Da geht es um die sogenannte Lichtnahrung, also um Menschen, die sagen, sie müssen gar nicht mehr essen und trinken und sind trotzdem am Ende satt. Es gibt einen Dokumentarfilm, hochumstritten, der gerade jetzt auch im Kino läuft. Der heißt, am Anfang war das Licht. Können sich Menschen ausschließlich von Licht ernähren, nichts trinken, nichts essen? In chinesischen Klöstern oder in Indien soll es das angeblich geben. Der indische Yogi und Fakir Mataji etwa behauptet, nur mit Lichtnahrung auszukommen und das seit fast 75 Jahren. Auch in der westlichen Welt gibt es bekennende Lichtesser. Sind das Lügner oder Scharlatane? Der Arzt Rüdiger Dahlke hat selbst einmal tagelang auf Nahrung und Wasser verzichtet. Es gibt eine richtige Tradition diesbezüglich von Menschen, die ohne Nahrung leben. Sie sagen, es gibt eine Tradition von Menschen, die ohne Nahrung leben. Dieser Yogi, den wir gesehen haben, tut es angeblich 75 Jahre lang. Sie sagen, Sie kennen Menschen, die das überleben, nicht essen, nicht trinken. Also persönlich habe ich das ja mal 7 Tage gemacht und habe das auch überlebt. Ich möchte Nicht getrunken nicht auch, getrunken weil 7 Tage. Fasten weiß Also man ja, kann man keine lange. Frage, ich stehe hier fürs Keine Fasten oder sitze Flüssigkeit, fürs ja. Fasten, da kenne ich mich aus. Das kann ich empfehlen. Lichtnahrung will ich nicht empfehlen, kann ich nicht empfehlen. Das Phänomen interessiert mich, dass es das gibt. Und dieser Film von Peter Straubinger ist für mein Gefühl dort sehr einfühlsam mit umgegangen, auch kritisch, und zeigt dieses Phänomen. Und da gibt es natürlich wirklich Dinge, die in allen Traditionen aufkommen. Also Nikolaus von der Flüe, der Schweizer Nationalheilige, soll viele Jahrzehnte nicht getrunken und gegessen haben. Diese Therese Neumann von Konnersreuth in der Nazizeit hat nur von Oblaten gelebt. Gibt sogar bei uns so einzelne Beispiele dafür. Und es gibt in Indien oder den Jains wirklich so eine Tradition, die zielen auf dieses Phänomen. Es gibt in der Schweiz einen Dr. Werner, der hat sich da auch mal untersuchen lassen. Der macht das auch schon jahrelang, sagt er von sich. Den habe ich mal getroffen. Was ich nur sagen kann, ist, wie ich es gemacht habe, war das eine sehr vom Fasten unterschiedene Erfahrung. Würde ich überhaupt nicht in einen Topf werfen. Also fürs Fasten kann ich total einstehen, das begleite ich über 30 Jahre. Die Lichtnahrung, das hat mich in seltsame Zustände gebracht, die ich nicht missen möchte persönlich, die ich aber auch nicht empfehlen könnte. Kann ich mir nur vorstellen, dass das für Leute in Frage kommt, die viel Fastenerfahrung haben, die sich sehr gut auskennen in ihrer psychischen Welt. Ansonsten würde ich das schon auch eher problematisch finden. Auch der Film propagiert es übrigens nicht. Aber es Er ist zeigt natürlich klar, aber Phänomen. Sie haben ja in Ihrem Buch Essensglück auch geschrieben, ist im November 2010 rausgekommen. Sie sagen zwar, Sie empfehlen es nicht, aber Sie sagen, ganz offensichtlich haben diesen Prozess außer mir zahllose Menschen ganz gut überstanden. Nämlich einen, der eigentlich eine Zumutung für die Nieren ist und für den ganzen Organismus. Als Aber Sie Arzt sagen, muss ich das sagen, ganz ja. offensichtlich haben diesen Prozess außer mir jedoch zahllose Menschen ganz gut überstanden und sagen dann weiter, es war eine gute Erfahrung, wenn auch extrem. Ich fühlte mich die meiste Zeit wirklich wundervoll. Jetzt muss ich es mal einfach aus medizinischer Sicht oder aus physikalischer Sicht. Ein Mensch, der 3 bis 4 bis 5 bis 6 bis 7 Tage nicht trinkt, habe ich immer gelernt, ist spätestens nach ein paar Tagen mausetot. Habe ich auch tot. Gelernt, ja. Nierenversagen, Immunschwäche, man ist empfindlich gegen jegliche Bakterien. Aber darf ich vielleicht noch zu diesem Yogi etwas sagen? Ja. Der hat ja angeblich 70 Jahre nichts gegessen, ist dann So. in ein Krankenhaus Und nichts gekommen, getrunken. Um wissenschaftlich, um untersucht zu werden. Ja. So. Zweimal, ja. Zweimal. Ja. Und es ist wirklich, dieser Bericht natürlich liegt in keinster Weise wissenschaftlichen Kriterien. Das ist eine schlechte Wissenschaft. Aber das Interessante also ist, Mediziner auf Moment, dem Stand aber der das Interessante Medizin. ist, auf was wir draufgekommen sind, wir Wissenschaftler, nämlich Folgendes. Es steht in dem Bericht, in dem Abschlussbericht, der Yogi hat fast nichts abgenommen.
Dann hat aber der Untersuchungsleiter, das war eine richtig spannende Geschichte, hat vergessen, eine PowerPoint-Präsentation im Internet, wo drauf gekommen ist, dass der Yogi um 4 Kilo, um 10% Körpergewicht abgenommen hat. Der hat 60 Jahre nichts gegessen, kaum ist er unter kontrollierten Überwachungsbedingungen, verliert er Gewicht. Nein, es ist abgefallen. Und das heißt für Sie, dass der irgendetwas davor gegessen hat, wo er nicht überwacht hat, und in dem Moment, wo er überwacht hat, hat er nichts gegessen? Und das kann man nachlesen, sehr gut, im Wissenschaftsblog, Science-Blog, kritisch gedacht, kann sich jeder informieren, dass der Yogi abgenommen hat. Das muss man sich vorstellen, 70 Jahre hat er nichts abgenommen, kaum ist er überwacht, dann hat er abgenommen. Aber sagen Sie, es gibt doch eine Energie, die von Licht ausgeht. Das natürlich. Die ist ja physikalisch beweisbar. Das ist das Nächste. Also man atmet ja Kohlenstoff aus, Kohlendioxid und Sauerstoff ein. Und diese Kohlenstoffatome müssen irgendwie ersetzt werden. Wenn die durch Licht ersetzt wird, nach der Formel E ist gleich mc Quadrat, kann man ganz leicht ausgehen, um den Tagesbedarf an diesen Kohlenstoff zu decken, ist ungefähr ein Viertelkilo, müsste man sie 1 Million Jahre in die Sonne legen. Das ist absurd, das ist irrwitzig. 1 Million Jahre in die Sonne legen, um den Tagesbedarf einzigen so lange haben Sie es nicht gemacht, 7 Tage immerhin. 7 Tage, also gehen wir mal davon aus, dass wir diese Energie bisher irgendwie nicht greifen können, nicht messen können. Glauben, also es gibt da einen Professor Popp, einen deutschen Professor, der ja dann irgendwie Photonenmessung macht. Von der physikalischen Seite kann ich es auch nicht testen, aber ich muss sagen, vom Stand der jetzigen Schulmedizin aus, das haben auch österreichische Wissenschaftler sich dann angeschaut, diese Untersuchungsergebnisse, ist es sowohl mit dem Dr. Werner als auch mit diesem Yogi relativ unerklärlich. Es ist ja nicht so schlimm, dass es unerklärliche Dinge gibt. Sie unterstellen einfach Schwindel. Aber dann eine Kommission vom indischen Verteidigungsministerium hat das überwacht. Der war permanent unter Videokontrolle. Das sind keine Forscher, das sind Ärzte. Das sind also Ärzte können auch Forscher sein. Aber dieser dort nicht. Der Vorwurf Pfusch wäre ja dann berechtigt, wenn man sagen würde, es hätte auch Menschen das Leben gekostet. Gibt es denn das, Herr Goldner, Sie haben sich ja damit auch beschäftigt, gibt es Todesfälle von Menschen, die es versucht haben, von nichts zu leben außer Licht? Ja, es gibt, anders als in diesem Film dargestellt, keine Tradition der Lichtnahrung, sondern es gibt eine Tradition des Betruges, die Lichtnahrung propagiert, um damit Geschäfte zu machen. Diese Lichtnahrung, wie sie heute verbreitet wird, geht im Wesentlichen zurück auf eine ehemalige australische Sparkassenangestellte, einen gewissen Ellen Greaves. Das ist keine Schande, Sparkassenangestellte zu sein. Nein, ist es nicht. Geht zurück auf eine Australierin namens Ellen Greaves, die die Lande bereist seit Ende der 90er unter dem selbst erfundenen spirituellen Namen Jasmuhin, was angeblich Duft der Ewigkeit heißt, in welcher Sprache weiß man nicht, aber egal. Die bereist die Lande nun mit dem sogenannten Lichtnahrungsprozess. Sie selbst nennt ihn Breatharianism, was wörtlich übersetzt so viel hieße wie Atemluftismus. Und im Zuge dieses Atemluftismus beschreibt sie einen 21-tägigen Prozess, also was Dahlke gemacht hat, war überhaupt nicht dieser Lichtnahrungsprozess, sondern es war 7-tägiges Fasten. Die beschreibt einen 21-tägigen Prozess, innerhalb dessen 7 Tage erstmal gar nichts. Kein Essen, kein Wasser, dann darf man, glaube ich, weiter Wasser trinken. Also, und irgendwann Moment, mal ich erkläre den Prozess. Nach 21 Tagen habe sich der Organismus komplett umgestellt, komplett transformiert auf zellulärer Ebene, auch da wieder jede Menge physikalischer Begrifflichkeit, sodass der Organismus, der Körper anschließend keine feste Nahrung, auch keine Flüssigkeit mehr brauche. Und obendrein würden sich in diesem 21-tägigen Prozess sämtliche Krankheiten beheben und andere Krankheiten würden anschließend nicht mehr auftreten. Zudem werde man nach Abschluss dieses Prozesses der Hellsichtigkeit teilhaftig, man werde telepathisch etc. Also alles großer Mumpitz, großer Blödsinn, großer Betrug und vor allem große Gefährdung. Woher wissen Sie, dass es Betrug ist? Hat sie es denn jetzt nicht vorgelebt? Ich hätte gedacht, großer Betrug insofern, als sie selbst nachgewiesenermaßen aus dem Kühlschrank sich bedient hat, als es auch gar nicht möglich ist. Es würde die gesamte Naturwissenschaft der letzten 2000 Jahre auf den Kopf stellen. Darum geht es aber nicht, sondern es geht vor allem darum, wenn die Ellen Greaves das macht, die Jasmuhin, ist mir das als deren Privatvergnügen vollkommen gleichgültig. Sie geht aber und reist durch die Lande und bietet und dient diesen Prozess Rat und Hilfe suchenden Menschen. Aber man darf dreimal raten, wer denn zu ihrer begeisterten Kundschaft zählt. Das sind Mädchen, junge Frauen mit bulimischen, mit anorektischen Problemen, mit sonstigen psychischen Problemen. Frage, und da hat es schon eine Vielzahl von Leuten. Das war die Antwort auf die Frage von Frau Maischberger. Es hat eine ganze Reihe an Todesfällen gegeben im Umfeld von Greaves, die unmittelbar diesem Prozess zuzuordnen waren. Gleichwohl hat der Zustrom zu ihren Seminaren und Kursen und die Lektüre ihrer Bücher nur unwesentlich abgenommen, weil es eben so attraktiv ist für entsprechend psychisch geschädigte, psychisch entsprechend
konditionierte und disponierte Mädchen und junge Frauen. Ich halte das für hochgefährlichen Blödsinn. Ich kann jedem nur raten, diesen 21-tägigen Lichtprozess unter gar keinen Umständen durchzuführen. Das ist verbrecherischer Schwachsinn. Und es sollte aufgrund dieses Filmes weitere Todesfälle geben. So ist es. Das muss man ganz klar sagen. So ist es. Der Hauptfaktor von Todesfällen, müssen wir doch mal feststellen, ist ja die Schulmedizin extrem lebensgefährlich. Weil gleich nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten und dem Krebs kommt an dritter Stelle Schulmedizin, sterben jedes Jahr in Deutschland über 40.000 Menschen an ärztlichen Fehlern und Pharmaka und ihren Nebenwirkungen. Das macht doch den Lichtnahrungsprozess nicht besser. Nein, macht ihn keineswegs besser. Ich will nur sagen, so kann man nicht argumentieren. Doch, genauso müssen wir argumentieren. Nein, nein, nein. Jetzt möchte ich zu dem auch mal bitte was sagen. Ja? Wobei ich dazu sagen muss, wir haben du hast viele es nicht gemacht. Doch, ich habe schon gemacht. Meinst du, Stacey, darf ich hier sitzen? Darf ich es mal? Das ist ein Quatsch. Bitte. Herr Dahlke, Sie haben es gemacht. Über die Schulmediziner haben wir an dieser Stelle geredet. Ja. Ist ja so, wenn ich zum Arzt gehe und eine Operation haben will und dabei läuft was schief, ist ja noch was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich möchte mich von heute auf morgen nur noch von Licht ernähren. Warum soll man lauter das Psychopathen, denn überhaupt das möchte ich mal klarstellen. Na, Moment mal, ich habe jetzt zum Beispiel in Italien habe ich diese Frau mal erlebt, ohne sie zu kennen, die Yashmohin. Da sitzen 800 Leute im Saal, kann man jetzt sagen, sind lauter Psychopathen und hören dazu. Das sind einfach hier so Vorurteile, die hier reinkommen. Ja. Dann zu mir mal. Ich habe zweimal 40 Tage gefastet und habe beim ersten Mal das nicht genau aufgezeichnet, habe schon bei mir festgestellt. Nichts getrunken auch? Na, völlig getrunken, viel getrunken. Das, ich habe am Anfang deutlich abgenommen und dann ist die Kurve aber sehr flach geworden. Fünfte, sechste Woche kaum noch abgenommen. Mit Verlaub, lassen Sie uns nicht über das Fasten sprechen. Das Fasten ist eine andere Sache. Ja, es geht darum, dass man nichts zu sich nimmt, nämlich auch keine Flüssigkeit. Keine Frage, und das würde kein Fastenarzt jemals machen. Ich wollte nur jetzt sagen, in der fünften, sechsten Woche habe ich auch nicht mehr abgenommen, obwohl ich nur getrunken habe. Dann habe ich diesen Prozess gemacht. 7 Tage nichts gegessen, nichts getrunken. Nichts getrunken, nichts, keine kein Tropfen getrunken, gar nicht. Ich habe selbst beim Duschen aufgepasst, dass ich nichts im Mund kriege, weil ich das wissen wollte und habe das sehr genau kontrolliert für mich. Und danach habe ich noch weitere 7 Wochen nicht gegessen, aber getrunken und wieder. Und wie ging es Ihnen so? Und ich habe das staunend erlebt, muss ich sagen. Ich habe auch Veränderungen erlebt. Ich kann nicht sagen, ob sie auch bis aufs Zellniveau gegangen sind. Zum Beispiel habe ich enorme Wärme in mir gespürt. Ich konnte, das war im Dezember, konnte bei offenem Fenster die ganze Zeit sein. Ich konnte die Wärme kaum noch wegkriegen. Ich habe dann ganz wenig geschlafen, war sehr, sehr wach. Ich habe in dieser Zeit nach diesen 7 Tagen nichts trinken, 20 Stunden am Tag arbeiten können, 2 Stunden meditiert, 2 Stunden geschlafen. Ich habe deutliche Veränderungen erlebt, die ich sehr spektakulär und spannend für mich erlebt habe. Trotzdem waren auch Momente dabei, wo ich sagen würde, ich würde es nicht weiter empfehlen. Aber kann es nicht einfach sein, Sie haben halluziniert? Denn das ist das, was ich immer gelernt habe, wenn man keine Flüssigkeit zu sich nimmt, dann kriegt man Halluzinationen. Ist verwirrt. Also Halluzination ist jetzt erstmal, dass man mit offenen Augen innere Bilder sieht. Das ist eine Technik, die ich sowieso öfter mache. Achso, ja, dann ist es Ich sage, ich empfehle das nicht. Okay. Ich habe mich sehr beschäftigt mit Psyche. Ja. Und ich würde das anderen jetzt nicht so einfach empfehlen. Aber die jungen Frauen, die jetzt zuhören, 10-15% leiden an Magersucht. Sie erzählen gerade, wie toll das ist. Haben Sie dann nicht ein schlechtes Gewissen, dass Sie das nachmachen? Ich sage noch einmal, ich animiere die nicht dazu, das zu tun. Nein, aber Sie schildern das so begeistert. Sagt, das ist ja toll, Lichtfasten. Die junge Wir können doch Phänomene anschauen und über die reden und uns Gedanken machen. Wir sollten sie auch untersuchen, aus meiner Sicht, die jetzt nicht für alle empfehlbar sind. Herr Goldner, das ist ein Arzt. Sie duzen sich, weil Sie sich schon länger kennen, oder? Eigentlich sind Sie befreundet miteinander, oder wie kommt das? Kann man so nicht sagen. Ich habe wenig Sympathien innerhalb der Esoterik- und Psychokunst-Szene, deren Guru der Rüdiger Dahlke ist. Unbestritten, wir duzen uns. Einfach weil wir aus derselben Ecke dieses Landes kommen, Niederbayern, da duzt man sich. Der Mann hat studiert, er ist Arzt. Ja. Die Menschen vertrauen natürlich denen, die auch sich quasi mit den wissenschaftlichen Insignien ausgestattet haben. Ist der denn ein Scharlatan? Würden Sie so weit gehen, das zu sagen? Das ist ja gerade das Problem an Rüdiger Dahlke. Das zeichnet ihn ja auch aus innerhalb dieser Esoterik- und Parawissenschaftsszene, dass er sein akademisches Studium, sein Medizinstudium, das er vor 30 Jahren absolviert hat, gewissermaßen wie eine Monstranz vor sich herträgt oder auch wie einen Schutzschild, hinter dem er gegen jede Kritik immun wird. Das heißt, er ist... Was er heute betreibt, hat mit medizinischer Wissenschaft, mit naturwissenschaftlich begründeter medizinischer Wissenschaft schlechterdings nichts mehr gemein. Er ist Esoterik-Guru geworden. Er propagiert esoterische Methoden, Reinkarnationstherapie, alles das, was er gerade erzählt hat. Insofern ist er nicht als Vertreter naturwissenschaftlich begründeter seriöser Medizin hier, sondern als Esoterik-Papst. Also wenn wir auf die Scharlatan war die Frage. Ja. Sind denn alle gleichzeitig Scharlatane, die etwas anderes sagen, als die Wissenschaft beweisen kann? Wenn man auf die Webpage geht von Herrn Dahlke, gibt es Therapien und Beratung.
Erwartungen. Wir haben das einmal analysiert, 16 Sachen, 15 davon sind der reinen Esoterik-Szene zuzuordnen. Ja. Das hat mit Medizin nichts zu tun. Das ist Pseudomedizin. Von Ihnen aus ist das so. Nein, nein, nicht von mir. Also in Mexiko wird das Krankheit als Symbol an der Uni benutzt und gelehrt. Also ja, das macht auch sowas. Das macht mich besser. Ich werde Ihnen, Frau Meisch